Meine erste musikalische Erfahrung mit diesem Stück, diesem wunderbaren Stück von Johann Sebastian Bach, liegt schon eine Weile zurück. Ich war 10 oder 11 und in der sehr reichen Kirchenmusik meiner Heimatstadt Mühlhausen in Thüringen durften wir Kinder aus dem Kinderbachchor das Weihnachtsoratorium mitsingen. Natürlich nicht alle Stücke, sondern den ersten Teil vom Eingangschor, die Choräle und ganz wichtig, die Nummer 7, Er ist auf Erden kommen arm. Das Duett mit dem Bass, damals, wenn ich mich richtig erinnere, war das Albert Zetsche aus Gera, der den rezitativischen Teil sang. Und wir kurrende Kinder sangen, er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarmen. Unser Kantor hat das so lange und so intensiv mit uns geprobt, dass sie mich jetzt noch nachts wecken können um 12. Ich weiß alle Einsätze, ich kann die Oboenstimmen mitsingen. Es ist wirklich so eine ganz tiefe musikalische Erfahrung. Und dann ging es los und ich kann mich erinnern, es war ein totales Urerlebnis, die Pauken und das Orchester und die Trompeten. Also diesen Orchesterklang zum ersten Mal zu erleben, das kannte ich als Kind nur von den Schallplatten meines Vaters. Aber mittendrin zu stehen mit dem ganzen musikalischen Gefunkel, das war ganz neu. Was mir natürlich als Kurrendekind überhaupt noch nicht gelang, alle technischen Herausforderungen, also gesangstechnischen Herausforderungen, die das Weihnachtsoratorium so mit sich bringt, zu meistern. Als kleine Fußnote, in Fachkreisen wird das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach immer als WO bezeichnet. Wenn uns also Musiker begegnen, die sagen, und schon WO 1 bis 3 gespielt oder hast du 4 bis 6, dann wissen die Eingeweihten, ah, es sind hier die verschiedenen Kantaten des Weihnachtsoratoriums gemeint, Kantate 1 bis 3 oder Kantate 4 bis 6. Bach war ja selber ein virtuoser Tastenspieler und Geigenspieler. Und all diese Dinge, die er auf der Taste zu Wege brachte, verlangt er auch von seinen Instrumentalisten und Sängern. Wir haben also in der Bachschen Musik viele herausfordernde Intervalle, wir haben rasende Koloraturen, wir haben herausfordernde Mittelstimmen und sind als Sänger immer genötigt, unser Instrument dazu zu rüsten. Ein gutes Beispiel dafür, wie man damit umgehen kann, ist, wie lerne ich die Triller im ersten Chor. Da gibt es eine Stelle, da setzen alle Stimmen nacheinander ein mit so einer Trillerfigur. Und gesungen soll es so klingen. Lasset! Oder Lasset! Wie bringe ich das jetzt meinen Chorsängern bei? Ich muss ein Staccato üben. Lasset! Dass alle Töne nacheinander gut anschwingen und dann die Verzierung wieder einbauen. Also Lasset! Lasset. Mit der entsprechenden Betonung Lasset. Könnte das dann so klingen. Der für mich schönste Choral im Weihnachtsoratorium ist der Choral Nummer 5. Wie soll ich dich empfangen? Und hier ist nicht nur die Melodie sehr zu Herzen gehend, sondern Bach hat sich auch wirklich viele Gedanken gemacht, schöne Mittelstimmen zu musizieren. Der Alt hat hier eine Melodie, die aus der tiefste der tiefen Seele kommt. Und der Tenor umrankt sie. Und zusammen klingt es wunderbar am vierstimmigen Satz, den wir hören können zu unserer schönen Aufführung am 20. Dezember oder wo Sie auch sonst gerne das Weihnachtsoratorium anhören wollen. Ich wünsche viel Vergnügen und viel Freude und zu Herzen gehende Musikerlebnisse mit dieser wunderbaren Musik.